Jest taki mańczan smaczki w lokalem. Zobacz, wracaj. Nisza pani fizyka z tym pałacu. Ja, mało go. Johannes Bichler wird ungültig. Jetzt also die beiden, die im Moment auf Silber und auf Goldkurs sind. Andreas Sahner zunächst, der macht nochmal jetzt die Rede. Hat hier 70 Meter 72 auf der Liste. Das ist schon mal Saisonbestleistung für ihn. Aber vielleicht geht er noch mehr. Und danach dann der vierte Versuch für Markus S. Zweimal Marco Halle.
hat sich der Herr von der NRC noch dazu gesellt, mit Schlussläufer Kevin Stadler. Er drückt von hinten und geht vorbei an der zweiten Staffel aus Magdeburg-Halle. Und wir schauen nochmal zum Dreisprung. Die Drittplatzierte bisher, jetzt hier im dritten Versuch, Christine Kirisch vom LRC Erdgas Chemnitz. 13,28 bisher. 13,31 hat die zweitplatzierte Katja Kirisch. Das war noch. Ja, blau und dann. Bleibt im Moment bei Rang 3. So. Ja, das gibt uns Gelegenheit. Noch einmal die Pressegewandten deutschen U20-Meister über 300.000 Meter zu feiern. Der Erfurter NRC holt die Titel vor der Stadtgemeinschaft. Machen wir dann mit der ersten Staffel. 7:19,66. Das ist eine super Zeit. Dritte dann, die Startgemeinschaft Lüningen-Roscher. Beim Hammerwurf hat sich etwas getan, jetzt Rauchkranz. Hat sich im Kreis der 70-Meter-Werfer angemeldet, 70-01, Platz.